Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr bei eurem Race Navigator ein Firmware-Update bzw. ein Software-Update einspielen könnt. Außerdem möchte ich euch noch eine tolle neue Funktion zeigen, die ich vor einiger Zeit selbst bei Race Navigator angefordert habe. Race Navigator wird ja hier in Deutschland sozusagen hergestellt. Produziert wird er im Ausland, aber hergestellt wird er in Deutschland. Und die Jungs von Race Navigator sind auch immer dankbar für Vorschläge oder Verbesserungswünsche, die eben das Produkt weiterbringen. Und mir selber war aufgefallen, weil ich den Race Navigator mit einer Full-HD-Kamera nutze, dass in Kombination mit der Full-HD-Kamera und den beiden Onboard-Kameras des Race Navigators die Option fehlt, ein Zweifach-Layout zu betreiben. Und diese Funktion habe ich eben angefordert, dass man jetzt definieren kann, welche Kamera ist sozusagen die Sekundärkamera, denn bisher konnte man immer nur definieren, was ist die Primärkamera. Es fehlte aber die Option zu sagen, was ist die Sekundärkamera, und so war halt von Race Navigator oder in der Software selber vorgegeben, was die sekundäre Kamera ist. Und ich wollte eigentlich ein Zweifach-Layout haben. Die externe Full-HD-Kamera filmt sozusagen nach vorne weg aus dem Fahrzeug heraus, und die Kamera am Gerät selbst, die sozusagen nach vorne gerichtet, also vom Gerät aus nach vorne gerichtet zeigt, die wollte ich als zweite Kamera haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht das und ich zeige euch, wie das funktioniert. Hier einmal, das ist die Box, in der der Race Navigator geliefert wird. So kann man den sehr gut und sicher transportieren. Hier drin sind dann eben Zubehörteile, je nachdem, was ihr bestellt habt. Das ist auch sehr flexibel in Bezug auf die Komponenten, die ihr da drin unterbringen könnt. Wie gesagt, je nachdem, was ihr eben geordert habt. Das ist jetzt zum Beispiel das Kabel, um die externe Full-HD-Kamera zu verbinden. Dann ist dabei ein Ladekabel. Der Stecker hier kommt sozusagen hinten in das Gerät selber rein und wird dann eben mit der 12-Volt-Buchse am Auto verbunden. Das Gerät selbst hat auch eine Batterie. Ich würde aber immer empfehlen, wenn ihr den im Einsatz habt, dass ihr den eben mit eurer 12-Volt-Buchse am Auto verbindet, sodass ihr da auf gar keinen Fall das Problem habt, dass euch vielleicht irgendwann mal der Strom ausgeht. Dann ist hier jetzt zum Beispiel noch ein sogenannter OBD-Plug mit dabei. Das ist jetzt schon die zweite Generation. Mit der ersten Generation hatte ich ein bisschen Probleme. Da waren die Jungs von Race Navigator auch sehr freundlich und haben mir dann ohne irgendwelche Zusatzkosten die zweite Version zur Verfügung gestellt. Die funktioniert deutlich besser. Was allerdings bei dem Plug fehlt, ist zum Beispiel der Lenkradwinkel und die Bremsinformation. Der Plug kann nur die Wartungsinformationen abgreifen, die zum Beispiel auch bei einem TÜV-Besuch oder so nach außen gegeben werden. Und das sind eben Standardwerte. Da gehört die Öltemperatur dazu, die Motordrehzahl und die Gaspedalstellung. Dann ist dabei die Full-HD-Kamera und eben das Gerät selber plus eine GPS-Antenne und Befestigungsmaterial. Hier hinten am Gerät sehen wir jetzt die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Hier kommt einmal die externe GPS-Antenne ran. Die wird dann am Fahrzeug irgendwo am Dach oder an der Außenhaut montiert, sodass das Signal sehr gut ist. Im Innenraum würde ich das nicht tun, dann ist das Signal nicht so toll. Dann haben wir zwei USB-Anschlüsse. Hier würde ich bei der Full-HD-Kamera immer den USB 3-Anschluss wählen. Den erkennt man hier an dem blauen Innenleben. Dann habt ihr ein HDMI-Out. Mikrofon innen, falls ihr ein externes Mikrofon nutzen wollt und nicht das interne im Gerät. Im Gerät ist aber ein Mikrofon drin. Kopfhörerausgang und dann eben der Anschluss für die externe Stromversorgung. Dann sehen wir am Gerät selber eben zwei Kameras, wo ich am Anfang von gesprochen habe. Hier konnte man eben bisher in der Software nicht definieren, welche diese Kameras sozusagen jetzt sekundär ist. Man konnte immer nur einstellen, was ist primär, und sekundär war dann vorgegeben, und eben bei einem Layout mit einer dritten Kamera extern war sozusagen die zweite Kamera immer die vom Gerät sozusagen auf die Straße filmt. Und ich wollte es aber mit einem Zweifach-Layout nutzen. Das heißt, die externe Kamera wäre meine Kamera 1 und die am Gerät, die nach vorne zeigt, wäre meine Kamera 2. Das ging bisher nicht, das geht jetzt. Hier oben ist sozusagen euer Home-Button. Da könnt ihr im Menü später immer wieder zurück. Das zeige ich euch dann. Und hier auf der Seite habt ihr nochmal einen An-Ausschalter und auch nochmal einen USB-Eingang. Jetzt verbinde ich das Gerät einmal mit dem Strom und dann starten wir das Gerät einmal. So, um das Gerät jetzt mit dem Strom zu verbinden, ist hier so ein extra Kabel mit dabei. Das geht also in eure ganz normale Steckdose zu Hause, 230 Volt. Und am Ende kommt dann eben ein transformiertes 12 Volt Stromsignal raus. Das verbindet ihr. Dann habt ihr hier entsprechend ein grünes Licht, was euch anzeigt, die Verbindung ist erfolgreich hergestellt.
und Strom ist vorhanden. Jetzt kommt eben sozusagen der Stromanschluss am Gerät selber. Hier sind so Nuten gefräst und die passen nur in eine Richtung. Und wenn das dann passt, das fühlt man, wenn man es so leicht dreht, wann sozusagen kein Widerstand mehr ist, und dann einfach nur noch mal reindrücken, dann kommt dieser Klick und jetzt ist das verriegelt. Jetzt ist das Gerät an der Stromversorgung und jetzt können wir das auch einmal anschalten. So, jetzt habe ich alles angeschlossen. Ich habe einmal die externe Kamera montiert, die externe Full-HD-Kamera. Und wie gesagt, Strom haben wir ja schon gehabt. Jetzt starte ich das Gerät einmal. Jetzt sehen wir hier oben, die Lampe ist rot. Jetzt kommen so ein paar Piepsgeräusche, ein kleines Intro und dann fährt das Gerät hoch. Jetzt ist das Gerät hochgefahren und wir haben hier den Einstiegsbildschirm, haben hier unsere verschiedenen Dashboards, auf denen wir eben unterschiedliche Informationen sehen. Da gibt es also vorkonfigurierte Dashboards, die wir nutzen können. Wenn wir jetzt in so einem Untermenü sind, können wir immer über den Home-Button hier oben wieder zurück auf das Hauptmenü und haben hier unten dann unsere Einstellungen. Und hier zeige ich jetzt einmal, wie ihr eben dieses neue Feature mit der Sekundärkamera, wie ihr das konfigurieren könnt. Ihr geht also erst unter Layout. Dort könnt ihr euch aussuchen, welches Layout möchtet ihr verwenden. Ich habe mich jetzt hier für eben so ein Zwei-Kamera-Layout entschieden. Das wollte ich eben, wie gesagt, schon die ganze Zeit. Mit der Full-HD-Option, weil ich eben hier die externe Full-HD-Kamera mit angeschlossen habe. Wenn ihr euch für das Layout entschieden habt, dann geht ihr unter den Punkt Kamera. Und im Punkt Kamera habt ihr jetzt eben verschiedene Optionen. Wir sehen jetzt hier die drei Kameras zur Auswahl. Wenn wir hier unten selektieren, können wir die auch durchschalten. Ja, also hier die Kamera, die jetzt aktuell am Gerät selbst nach hinten zeigt. Ne, die ist jetzt sozusagen aktuell hier auf dem zweiten gelben Knopf. Und da sieht man jetzt hier, wenn ich meinen Finger vor die Linse halte, taucht der auf. Und die ist aktuell weder als sekundäre noch als Hauptkamera eingestellt, noch eben ist markiert, dass das Kamerabild gedreht werden soll. Die dritte Kamera, das ist die, wo jetzt hier die Abdeckung davor ist, das ist die Kamera, die dann nachher in den Fahrzeuginnenraum zeigt. Die habe ich jetzt auf Flip gestellt, weil ich habe ja einen speziellen Halter dafür. Das heißt, das Gerät sitzt dann nachher auf dem Kopf gedreht im Fahrzeug und deswegen soll er das Bild eben drehen. Und hier kommt dann auch die neue Option zum Tragen. Ich sage jetzt hier, diese Kamera ist meine Sekundärkamera und hier vorne die erste Kamera, das ist sozusagen die Full-HD-Kamera, ja, die ist also hinten angeschlossen. Und die habe ich als meine Main-Kamera eingestellt. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, je nachdem, welches Layout ich fahre, auch nochmal individuell einzustellen, was ist Kamera 1, was ist Kamera 2. Und das ist eben besonders wichtig und hilfreich, wenn man jetzt mehr als nur die beiden Kameras am Gerät selbst verwendet und eben noch zusätzliche Kameras anschließt. Dann hilft einem das, wenn man ein Layout nutzt, was nicht so viele Kameras unterstützt, genau zu definieren, welche Kameras möchte ich denn jetzt sozusagen verwenden. Ja, also bei einem Zweifach-Layout kann ich ja nur zwei Kameras nutzen und vorher fehlte eben die Möglichkeit zu sagen, das ist Kamera 1, das ist Kamera 2, denn das sind die beiden Kameras, die dann für das Layout verwendet werden und man war immer darauf angewiesen, dass das Gerät von Hause aus schon die richtige Kamera aussucht, also die Kamerareihenfolge, was eben leider nicht immer der Fall war. So, jetzt haben wir das einmal gesehen und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr sozusagen das Firmware-Update machen könnt an eurem Gerät. Da geht ihr hier unter den Punkt Netzwerk. Und hier haben wir jetzt zwei Modi. Zu den zwei Modi noch ganz kurz eine wichtige Information. Dieser Modus, dieser Access Point Modus, den solltet ihr immer verwenden, wenn ihr das Fahrzeug betreibt und Aufnahmen macht oder das Gerät eben im Fahrzeug verbaut ist an eurem Trackday. Aus dem einfachen Grund, ich hatte das zu Beginn bei meinem ersten Trackday nicht getan und war in dem Internetmodus geblieben, was dazu führte, dass das Gerät immer versucht hat, auch auf der Rennstrecke, wo es ja gar kein Netzwerk gab, was ich hier konfiguriert hatte, nach Netzwerken gesucht hat.
Das hat dann dazu geführt, dass die Performance sehr schlecht war und ich Bildruckler hatte und Aussetzer. Deswegen bitte, wenn ihr das Gerät nutzt, immer auf den Access Point Modus gehen, da habt ihr die beste Performance und keine Bildaussetzer. Für das Update allerdings müssen wir auf den Internet Modus wechseln. Jetzt sucht das Gerät nach konfigurierten Netzwerken. Ich habe hier schon mal eins eingerichtet, mein persönliches nämlich. Das können wir jetzt eben verbinden. Mein Passwort habe ich auch schon angegeben. Jetzt wird die Verbindung aufgebaut und wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, sehen wir die Information nachher auch in der Netzwerkliste. Dann ist das spezifische Netzwerk, was wir ausgewählt haben, mit diesem entsprechenden Punkt eben markiert. So, jetzt haben wir also unsere Netzwerkverbindung und können nach Update suchen. Das können wir machen, indem wir unter dem Punkt Gerät und Status einmal uns anzeigen lassen, welche Version haben wir. Das ist hier die 28.5.0. Und wenn wir jetzt die Version wissen, dann können wir hier unter Update einmal schauen, gibt es eine neue Version? Ja, es gibt eine neue Version und zwar die 28.11.0. Das heißt also, es gibt nochmal einige neue Features. Hier unter Details sehen wir auch, was sich geändert hat. Hier kam eine neue Strecke dazu. Dann gibt es die Möglichkeit, jetzt bei externen Mikrofonen sozusagen den Pegel zu erhöhen. Nochmal eine neue Strecke. Und dann nochmal mehr Informationen im Debug-Fall, warum die Aufnahme gescheitert ist. Dann gehen wir hier auf Download. Und jetzt fängt er an, eben dieses Update herunterzuladen. Und wenn das Update dann heruntergeladen ist, dann bootet das Gerät einmal neu, initialisiert das Update und danach steht es euch wieder zur Verfügung. Jetzt ist der Download abgeschlossen, er hat das extrahiert. Und jetzt können wir das Update auch einmal installieren und drücken hier einmal auf Install und starten den Update-Prozess. Das Update wurde jetzt installiert. Jetzt startet das Gerät einmal neu. Wir sehen das auch hier oben, dass er noch arbeitet, eben immer an der Lampe von dem Homescreen. Und jetzt bootet er wieder. Das Booten jetzt, habe ich zumindest schon festgestellt bei den Updates, kann nach so einem Update etwas länger dauern, als wenn ihr das Gerät einfach nur anschaltet. Das ist ähnlich jetzt, sage ich mal, wie bei eurem Windows-PC. Da ist es ja dann auch so, nach einem Update braucht er ein paar Mal, bis der die Einstellung entsprechend aktualisiert hat und fährt einige Male mehr neu hoch. Hier sehen wir jetzt, das war ein relativ kleines Update, das Gerät ist relativ schnell wieder bereit. Hier kommt auch wieder unser Intro. Jetzt sehen wir aber, er ist doch noch nicht ganz fertig, denn hier oben die Statusleuchte, ich hoffe man kann das sehen, die flasht jetzt so ein bisschen. Ja, das heißt also, er ist noch am Arbeiten, das heißt das Update ist noch nicht komplett durch. Und das kann jetzt, wie gesagt, ein bisschen dauern, weil er im Hintergrund eben das Update noch verarbeitet. Wenn es dann fertig ist, landet ihr wieder auf eurem Homescreen. Jetzt ist das Update komplett fertig und wir sind wieder auf unserem Homescreen. Jetzt können wir auch einmal nochmal kontrollieren, ob die Version auch wirklich passt. Wir haben ja vorher gesehen, er hätte gerne auf die 11.0 aktualisieren wollen. Wenn wir jetzt hier unter Gerät und Status auf die Version schauen, dann ist eben jetzt die 1.28.11.0, hat also alles funktioniert. Jetzt, wie gesagt, was ich vorher auch erwähnt habe, wichtig, dass wir wieder den Modus umschalten, also hier unter Netzwerk, damit später auf der Rennstrecke wir da kein Performance-Problem haben. Wieder zurückschalten auf den Access-Point-Modus, dann hört das Gerät auch im Hintergrund auf, nach einem Netzwerk zu suchen und so habt ihr dann sichergestellt, dass da während eurer Aufnahme auf der Rennstrecke alles auch flüssig funktioniert. Was vielleicht auch noch interessant zu sagen ist, ich habe probiert, ein sozusagen nicht SSID-Broadcast-fähiges Netzwerk mal einzurichten. Das hatte nicht geklappt. Das heißt also, wenn ihr jetzt zu Hause bei eurem WLAN-Netzwerk die SSID verbergt, kann es sein, dass ihr da keine Verbindung herstellen könnt. Das heißt, für den Update-Vorgang, wenn ihr es über WLAN machen möchtet, würde ich euch empfehlen, dass ihr eben die SSID von eurem Netzwerk mitschickt, sodass es da keine Probleme gibt. Oder ihr nutzt einfach den IJ45, also den Ethernet-Port am Gerät selber, um die Verbindung herzustellen. So, ist also jetzt alles passiert. Ihr wisst jetzt, wie ihr
euer Layout bei mehr Kameras auch so konfigurieren könnt, dass ihr die richtigen Kameras seht. Und ihr habt einmal gesehen, wie ihr so ein Software-Update einspielt. Ich hoffe, das war hilfreich und wir sehen uns auf der Strecke. Bis zum nächsten Mal. Ciao!